Ja, mein Programm für selbstliebeschip.de, es geht auch wieder los, mein Selbstliebekurs am 1. und auch die Manifestations-Challenge. Und ich habe auch meinen neuen Eifersuchtskurs zum Frühbuchertarif gerade. Ja, heute mal was anderes. Ich bespreche mal so einen Artikel für euch. Der hat mir echt die Zehennägel hochrollen lassen. Also, ich sag mal gleich, das ist wahrscheinlich eher ein Video, also meine, sicherlich auch für Frauen total interessant, aber vielleicht fokussiert das heute mal mehr so die Probleme zumindest von Männern, weil ich finde, dieser Artikel trifft ziemlich gut, was Männer, glaube ich, heutzutage so abfuckt an der gesellschaftlichen Situation, ja, auch was sie so, was Männer so im Datingleben erleben, was sie nicht gut finden. Und ja, ich finde den einfach nur krass und total auf den Punkt, auf eine negative Weise. Ich teile den Artikel natürlich auch unten drunter, ist in der Glamour erschienen und der Artikel ist überschrieben, immer mehr Männer sind einsame Singles. Und warum das gut ist für Frauen. Das ist schon echt krass, ey. Also erstmal, ob jetzt wirklich das heißt, dass die Männer weniger Bettsport haben, weiß ich nicht. Ob sie jetzt unbedingt einsam sind, weiß ich nicht. Also ich habe auch Studien gelesen, wo gesagt wird, also weniger Bettsport haben die nicht als früher, die Männer. Aber tatsächlich ist es ja so, habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir immer mehr zu so einem Zustand kommen wahrscheinlich, den es auch vorm Ackerbau vielleicht schon oder in anderen Kulturen auch schon länger gegeben hat, dass Female Choice immer mehr, zumindest in jüngeren Jahren, sich an den Start kommt und das vielleicht bedeutet, also einfach, weil bei Menschen das so ist, dass das männliche Geschlecht beim Menschen ja, einen höheren sexuellen Druck hat als die Frau, weil die Frau höhere Reproduktionskosten hat, sagt man immer so. Ja, ist das auch ein Stück weit vielleicht normal, aber wie das dieser Text so framed, ja, ist einfach nur krass. So, also die Autorin schreibt, Singles und Beziehungen, darum sind unsere Ansprüche an potenzielle Partner niemals zu hoch. Also da kann ich schon mal gleich sagen, natürlich ist es gut, hohe Standards zu haben, sage ich ja auch immer, aber zu hohe Standards ist auch nicht gut, weil das führt dazu, dass keiner gut genug ist. Das führt auch zu so einem, also es hat jetzt schon so, dieser erste Satz hat schon so ein Framing, Männer sind eigentlich scheiße und die Frauen sind eigentlich das nette, das liebe Geschlecht irgendwie, was definitiv nicht der Fall ist. In so einer Einfachheit irgendwie. Und ja, also wenn du so hohe Ansprüche hast, dann findest du einfach niemanden mehr. Ne? Es führt zu bindungsängstlichen Phänomenen oder die so wirken wie Bindungsangst und das Problem von ganz vielen Frauen. Ne? Die daten sowieso mal gerne nach oben. Sind vielleicht, das erleben ganz viele Männer auch, dass Frauen so ein bisschen snobby sind auf Dating-Apps, weil sie sowieso mal ein volles Postfach haben. Das führt dazu, ja, dass die Ansprüche immer höher geschraubt werden und letzten Endes, ja, keiner gut genug ist, ne? So, ich will mich ja nicht weiter zum Fenster lehnen, aber ich bin mir sehr sicher, dass beinahe jede Single-Frau schon mal folgenden unqualifizierten Kommentar gehört hat. Deine Ansprüche sind mir einfach zu hoch, deshalb hast du auch noch keinen Mann gefunden. Ja, das ist auch manchmal so, ne? manche Frauen haben sich auch schon gefragt, ob da was dran ist. Mir ging es zumindest auch so. Und die Autorin findet hier aber zwei Dinge problematisch. Zum einen wird suggeriert, man wäre irgendwie mangelhaft oder ein unvollständiger Mensch, weil man einfach keinen abkriegt. Das hat ja keiner behauptet. Zum anderen legt es nahe, dass unsere Kriterien einem potenziellen Partner mal lieber etwas runterschrauben sollten. Ja, manchmal ist das so, weil wenn man keinen findet, das habe ich auch schon ein paar Videos vorher mal gesagt, dass Studien sagen, wir zielen eigentlich immer 25% zu hoch, was so Attraktivitätslevel oder wenn man, also ich meine, man kann ja gern sagen, ja, eigentlich gibt es keinen Marktwert, aber in Dating-Apps zum Beispiel gibt es einen Marktwert, also den messen die Apps auch und wir zielen eigentlich zu hoch und ja, und manchmal ist Runterschrauben nicht die schlechteste Idee, ne? So, unsere Ansprüche sind niemals, ich wiederhole, niemals zu hoch. Im Zweifel sind sie nicht hoch genug. Ja, das ist genau dieses Framing,
Was ich gerade auch viel in der Gesellschaft sehe, Frauen sind irgendwie das engelsgleiche Geschlecht und nur die Männer haben irgendwie immer Probleme und kommen nicht mit. Und was immer gar nicht dazu passt, dass ja auch gerne immer so nahegelegt wird, dass die Frauen so eine Opfergruppe werden. Überhaupt will immer jeder in unserer Gesellschaft zu irgendeiner Opfergruppe gehören. Und die einzigen Menschen, die zu keiner Opfergruppe gehören, sind weiße, heterosexuelle Männer, so, ne? Wenn sie nicht noch irgendwelche anderen Sachen da geltend machen können. Und das passt für mich auch nicht zusammen, ne? Ansprüche sind nie hoch genug irgendwie, aber gleichzeitig will man so Sonderrechte in Anspruch nehmen. Also das, ich finde das sehr snobby, viel Entitlement, ja, wenn man es so will, also jetzt nicht so als Diagnose, aber eigentlich sehr narzisstische Aussage, so, ne? Dazu kann ich nur eine Sache sagen, unsere Ansprüche sind niemals hoch genug, im Zweifel nicht hoch genug, sich zu wünschen, dass der Partner den Müll von alleine rausbringt, ohne dass man ihm sagen muss, dass er das machen soll, ist nicht zu hoch angesetzt. Ja, aber mal ganz ehrlich, welcher Mann bringt den Müll nicht raus, wenn man mir das sagt? Also ich meine, also das, darum kann es doch nicht gehen. Cis-Hetero-Männer, jetzt geht es nämlich schon los, ne? Cis-Hetero-Männer, okay. Die Schwulen natürlich nicht. Nur Cis-Hetero-Männer wollen doch sonst immer an der Spitze sein, im Job oder im Sport beispielsweise. Sie haben im Top-Management den Schwanz vorne, steht hier so. Beim Gründen auch und sacken außerdem Millionen Gage im Fußball ein. Sie sehen aber nicht, wenn der Müll voll ist. Das können sie auch gar nicht, weil sie sehen ihn einfach nicht, den Müll. Ja, es, also was man sich so an Männerhass leisten kann in unserer Gesellschaft, ist einfach unglaublich. Ich habe auch neulich ein Video gesehen, wo ja ernsthaft gesagt wurde, warum es in Ordnung ist, Männerhass zu haben. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen, wenn das andersrum wäre, so ein Video, wo es darum geht, warum es in Ordnung ist, Frauenhass zu haben. Wird garantiert sofort von so einer Plattform fliegen, aber Männerhass darf man verbreiten, finde ich echt ganz schlimm. Und jetzt werden hier so ganz einzelne Sachen rausgesucht, ja, Millionengage im Fußball, ja, wenn der Frauenfußball so erfolgreich wäre wie Männerfußball, dann würden die Frauen genauso Gagen kriegen, das ist einfach Marktwirtschaft. Und da werden sich so ganz einzelne Sachen rausgesucht, während ich meine, ich kann das verstehen, wo das herkommt. Wir kommen von Jahrtausenden seit dem Ackerbau eigentlich, wo Männer sicherlich zu weit vorne waren, Frauen unterdrückt worden sind, überhaupt keine Frage. Aber ja, jetzt sind wir nochmal im Jahr 2022 und wir sind im Jahr 2022, wo Männer früher sterben, länger eingebuchtet werden, früher eingebuchtet werden, gefährlichen Jobs machen müssen, in den Krieg ziehen müssen, unter Umständen, ja, eingezogen werden, Sorgerechtsstreits in aller Regel verlieren, ja, gesundheitlich schlechter dastehen und. Aber Männer sind das bevorzugte Geschlecht. Ich kann das nicht sehen und ich werde noch mal ein Video zu machen. Also es zeigt sich auch, dass in Ländern, die ganz stark noch viel mehr auf so Genderfreundlichkeit hinarbeiten, dass da die Unterschiede sogar noch größer sind zwischen Männern und Frauen, weil das liegt auch teilweise einfach an den Hormonen, also Testosteron ist einfach so ein Wettbewerbshormon, das ist auch schon einer der Gründe, warum vielleicht Männer manchmal früher sterben, irgendwie, weil sie immer sich wettbewerben müssen und was weiß ich. Und ja, und auch weil Männer auch wissen, durch Status, ja, kriegen sie mehr Frauen, bessere Frauen ab, ja, puckeln sie sich zu Tode irgendwie und, aber das ist, ja, ist ja nicht so, dass Frauen nicht erfolgreich haben könnten, wenn Frauen Unternehmen gründet, wird das genauso erfolgreich sein, wenn sie genauso viel arbeitet und das gleiche reingibt wie vom Mann. Also das ist wieder so ein absolutes, da wird dann so eine Sache rausgesucht, Männerfußball, aber, also das ist, ja, ist einfach nur krass. Das mögen Vorurteile sein und es gibt Ausnahmen, nein, es sind auch keine Vorurteile, aber die absolute Mehrheit aller Hetero-Männer, die ich kenne, performen in ihren Beziehungen grandios unter. Ja, jetzt muss sie so ihre eigene Beziehungswelt, wird jetzt so auf, wo sie da unzufrieden ist mit Männern. Also auch dieses, das ist übrigens alles eine Schreibweise einer Frau, die aus meiner Sicht, das ist nur meine persönliche Meinung, absolut in ihrer weiblichen Polarität ist und dann auch Männer anzieht vielleicht, die auch nicht in ihrer männlichen sind und dann ist sie damit aber nicht zufrieden und naja, also
Gut. Und es wird ja auch gar nicht diskutiert, warum sie diese Männer aussucht. Und so wird einfach gesagt, alle Männer sind es. Alle Männer bringen den Müll nicht raus. Was ist das für eine Aussage irgendwie, ne? Zum Kotzen, wirklich. Und alle Männer performen in ihren Beziehungen grandios unter. Also wenn ich jetzt mal fünf Kumpels fragen würde, würden wahrscheinlich vier sagen, ihre Frauen hätten unterperformt in Beziehungen. Das kann man doch so echt nicht schreiben, ey. Also wirklich, ey. Das ist auch total persönlich, ne? Also performen in ihren Beziehungen grandios unter, egal für wie feministisch sie sich halten. Warum müssen sich Männer eigentlich für feministisch halten? Das ist dieser ganze Irrsinn, dieser Genderwelt gerade. Also Männer sollen sich doch um sich kümmern. Männer sollen sich auch darum kümmern, dass sie vielleicht nicht 9 Jahre früher sterben irgendwie. Dass sie vielleicht auch mal ein Sorgerechtsding auch mal gewinnen, wenn das dran ist. Dass sie gute medizinische Versorgung bekommen. Dass sie sozusagen nicht mehr in einer Gesellschaft leben müssen, wo Witze über Männer gemacht werden dürfen, aber über Frauen nicht irgendwie. Sollen sich doch Männer um ihre eigene Emanzipation kümmern auf eine gute Art? Warum sollen die denn feministisch sein? Also natürlich. Also das ist mir schon, das war schon damals bei mir im Psychologiestudium von 30 Jahren schon. Ja, und ich fand schon damals auch, dass so männliche Feministen, finde ich äußerst merkwürdig. Natürlich, also ich liebe Frauen, ich wünsche Frauen nur das Beste. Aber es ist doch, ich denke, muss doch jedes Geschlecht, muss doch für seine eigenen Sachen antreten. Und wie komisch ist das denn, wenn Mann für Feminismus eintritt, finde ich total weird. Ist auch manchmal, ich habe mir das Gefühl, richtig so ein Selbsthass von Männern da drin, wenn sie sich so klein machen. Und die Frauen wollen es ja noch nicht mal, ne? Also wie mein Kollege Klaus Thiel ja auch schon mal herausgestellt hat, in so einem Video, das in so einer Studie rausgegraben hat, wo gesagt wird, dass feministische Frauen nicht auf woke Männer stehen, sondern die wollen lieber richtige Männer haben, ne? Also, es ist unfassbar. So, ich kann mit Ihnen nicht über Abtreibungsrechte diskutieren oder über feministische Literatur philosophieren. Gut, Abtreibungsrechte lassen wir jetzt mal außen vor. Schwieriges Thema, aber welcher Mann möchte denn über feministische Literatur philosophieren? Also, sorry, also werde ich überhaupt keinen Bock drauf in einer Beziehung. Und wenn meine Freundin mich dazu zwingen würde, ganz ehrlich, würde ich echt sagen, ey, kannst mich mal, ich lieber alleine. Was soll der Scheiß? Ich gucke halt gerne Fußball oder was weiß ich. Warum muss ich mich denn als Mann über feministische Literatur unterhalten? Das ist so ein Entitlement und so ein Verlangen, dass der Mann sich klein machen soll, muss ich mich jetzt echt mal aufregen, ey. Und wenn der Mann das dann macht, dann ist da wieder eine Lusche. Irgendwie wird er auch wieder so noch mal extra abgelehnt, so, ne? Den Müll sehen sie trotzdem nicht. Den tragen ihre Partnerinnen raus, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Ja, natürlich ist es wunderbar, wenn beide arbeiten. Natürlich sollten sie sich den Haushalt teilen. Überhaupt keine Frage. Aber warum muss denn der Mann über feministische Literatur philosophieren? Okay. Als ich die neue Studie über die steigende Zahl der Hetero-Single-Männer gelesen habe, vielleicht muss ich mich auch nochmal angucken, überkam ich deshalb Stolz. Der Grund für diese Entwicklung ist nämlich nicht, dass Männer Bock drauf haben, alleine zu sein. Ja, also ich kann Männern nur raten, dass sie lernen sollten, allein zu sein, dass sie sich nicht unter Umständen mit solchen Frauen zusammen sein müssen, die so männerfeindlich sind wie diese hier. Aber gut, letzten Endes sind natürlich keiner gern allein, aber sich darüber lustig zu machen, finde ich schon krass. Sondern dass wir Frauen, unsere Ansprüche an gesunde Beziehungen sowie die emotionale Reife und Kommunikationsfähigkeit unserer potenziellen Partner in den letzten Jahrzehnten drastisch erhöht haben. Subtext, wir sind geil, wir können kommunizieren, wir sind emotional reif. Was ist das für ein abgefuckter Blödsinn? Es ist einfach Blödsinn. Also, das ist, ich meine. Also wie viel, bei mir sind auch so viele Männer, die zu mir kommen und die erzählen bestimmt nicht, dass ihre Frauen, also es gibt toxische Frauen, die sich toxisch verhalten, Männer, die sich toxisch verhalten, aber dass jetzt hier Frauen irgendwie also voran werden. Also ich würde auch sagen, unsere Gesellschaft braucht vielleicht mehr weibliche Energie, bin ich so echt dabei. Ne, ist ja auch alles im Werden und so, alles gut. Aber dass jetzt Frauen durch die Bank besser kommunizieren, also auch im neuesten Diagnostik, wie heißt das hier? DSM, diese Textrevision wird auch gesagt, Narzissmus gleich verbreitet bei Männern und Frauen. Das ist einfach kompletter fucking Unsinn, ne?
Im Zusammenhang mit dieser Studie wird zudem eine weitere Studie aus Großbritannien zitiert, die belegt, dass dortzulande die glücklichste Bevölkerungsgruppe kinderlose Singlefrauen sind. Ja, ist doch wunderbar, genießt euren Spaß. Warum? Ja, vielleicht sind es dann, kommt es die zweitlustigste Gruppe, kinderlose Männer. Ja, also es geht nicht nur um Glück ja auch, sondern auch, es gibt ja auch andere Gründe, warum man Kinder kriegt. Ja, und dann, wenn die unbedingt Single bleiben wollen, die Frauen sollen sie auch Single bleiben. Ja, doch, echt, was soll's. Also überrascht mich kein bisschen. Ich bin selbst auch mal am entspanntesten, wenn ich Single bin. Ja, dann bleib doch Single, mein Gott, und red nicht so über Männer, denke ich da, ne? Und keinen Managerfreund habe, der zwar Teams mit 20 plus Leuten verantworten kann. Sie braucht natürlich auch einen Managerfreund, also ein Maurer wird natürlich nicht reichen, ne? Dem ich aber zu Hause erklären muss, wie er die Karotten schneiden soll. Also ganz ehrlich, also Menschen haben ja verschiedene Fähigkeiten, aber mir von meiner Freundin jetzt irgendwie jeden Abend einen Kopf knallen zu lassen, dass ich die Karotten falsch schneide, obwohl ich das vielleicht sogar probiere und den Müll auch rausgebracht habe. Wer will so eine Beziehung? So echt, ja. Ich frage mich, wer das Narrativ der frustrierten alten Jungfer erfunden hat. Ja, das ist auch, heute gibt es eher männliche alte Jungfern, das denke ich auch. Oder also es scheint zumindest mehr zu werden. Und was spielt das hier für eine Rolle, ne? Soll ich mal raten, die Jungfern haben jetzt Vibratoren und leben ihr bestes Leben. Ja, lebt dein verficktes bestes Leben. Und ich denke auch nicht, dass irgendein Mann mit einem Vibrator unbedingt konkurrieren möchte. Ja, also wenn Menschen, ich denke mal so, wenn Frauen so, die ist garantiert sehr jung, könnte ich für wetten, so auf Männer gucken, dann ist es auch besser, wenn sie allein bleiben, vielleicht. Ne? Ich denke aber auch, das ist auch, wie gesagt, gerade wenn Frauen sehr jung sind, vielleicht auch sowieso ein bisschen entitled sind, so sage ich mal, zu sehr von sich eingenommen, vielleicht sehr attraktiv, keine Ahnung, zugeballert werden, jeder dreht sich auf Händen, tausend Nachrichten, Dating-Apps, vielleicht dreht man da manchmal ein bisschen ab und keiner ist gut genug, weil dann wird natürlich, weil Frauen ja gerne nach oben daten wollen, solche Ansprüche, selbst der Manager ist nicht gut genug. Aber da muss man ganz klar sagen, das wird sich auch legen im Laufe des Lebens, weil also die Karten sind schon letztlich gleich verteilt. Also am Anfang, wenn man so sich da so Kurven anguckt, also man kann immer einen coolen Partner kriegen in jedem Lebensjahr, das ist überhaupt keine Frage. Das sind jetzt keine drastischen Zahlen, aber am Anfang, ja, haben es die Frauen besser, haben viel mehr Möglichkeiten auf dem Datingmarkt und irgendwann gibt es halt ein Alter, wo das so kippt und die Männer tendenziell Vorteile haben. Und irgendwann, wenn man jetzt noch größere Altersrange geht, dann ist es gleich ungefähr, ne? Aber ja, auch diese Frau wird irgendwann merken, dass sie nicht mehr jeder Typ hinterher guckt und dass sie nicht mehr diese Ansprüche nicht halten kann, sonst bleibt sie nämlich wirklich alleine, weil einfach kein Mann Bock auf sie hat, so, ne? Es ist nicht zu viel verlangt, sich einen Partner zu wünschen, der bereit ist, 50% aller Beziehungsarbeit zu übernehmen. Okay. Sowohl was den Haushalt betrifft, als auch die emotionale Arbeit. Ja, emotionale Arbeit, wie gesagt, hier ist wieder der Subtext. Ich bin perfekt, die Männer sind blöd. Das ist ja gemein, ne? Naja, so, es kommt noch irgendwas. So, ich werde nie verstehen, wie schwer es sein muss, in dieser Gesellschaft ein Hetero-Cis-Mann zu sein. Also allein schon Hetero-Cis-Mann finde ich so abwertend, weiß nicht. Wie gesagt, das ist ja die einzige Gruppe, die keinen Opferstatus beantragen kann, ist mir auch scheißegal. Also ich würde ihn auch nicht haben wollen. Aber nochmal, wie schwer ist es dann, eine Empathie zuzufinden, dass Männer vielleicht nicht 8 Jahre früher sterben wollen, dass Männer vielleicht nicht ständig in dieser Wettbewerbswelt leben müssen, wo sie ja keine Frau kriegen, wenn sie sich nicht genug Erfolg haben, irgendwie. Wie schwer ist es, sich da reinzuversetzen? Natürlich haben Frauen auch Probleme, aber warum muss man da jetzt so einen Kampf draus machen und sagen, ja, Männer haben immer nur Männergrippe und das entspricht einfach nicht der Realität. Und das ist auch in solchen Artikeln nie unterfüttert, dass mal was damit gemeint ist. Wo ist denn jetzt irgendwie der Vorteil von? Das ist nämlich gar nicht so leicht zu belegen. Da wird vielleicht manchmal gesagt, ja, wäre jetzt wieder ein anderes Video, Gender Pay Gap oder was weiß ich. Aber ja, in Ländern, wo Frauen massiv gefördert werden, gehen die trotzdem manchmal freiwillig in
Berufe rein, weil sie einfach keinen Bock haben auf diese, kann ich auch verstehen, diese Herzinfarktberufe irgendwie. Und das ist nicht alles nur immer, so zum größten Teil, glaube ich, sind das nicht einfach nur schlechte Bedingungen, sondern einfach, dass es auch unterschiedliche Interessen gibt zwischen den Geschlechtern, die eben auch, eben nicht gesellschaftlich, sondern auch, lässt sich auch belegen, auch häufig biologisch bedingt sind. Und das ist was Gutes, finde ich, ne? Boah, das ist so krass, ey. Ich persönlich finde, dass hohe Ansprüche an einen Partner oder eine Beziehung zu haben eine Form der Selbstliebe ist. Ja, und wenn die Ansprüche zu hoch sind, kippt es in die andere Richtung, wird man so minuspolig, ne? Was diese Frau, denke ich, sehr stark ist. Oder wirkt zumindest so. Zu oft geben wir uns mit weniger zufrieden, als wir verdienen, orientieren uns nach unten, weil wir es gelernt haben. Ja, wie gesagt, ich sage das ja auch immer den Leuten, die zu pluspolig sind. Aber es gibt auch eine Seite, wo man einfach zu sehr von sich überzeugt ist und von dem eigenen Heiligschein und eigenen Überlegenheit, und dann findest du auch niemanden mehr, ne? Und da musst du auch jeden kritisieren, so, ne? Hatten Männer in meiner Kindheit Ansprüche, wussten sie einfach, was sie wollten. Hatten Frauen Ansprüche, galten sie als schwierig. Ja, also das ist wieder so eine Sache rausgesucht, aber vom gesellschaftlichen Vibe gerade hier glaube ich nicht, dass es so ist, dass Männer es immer leichter haben. Also ich erlebe da wirklich zunehmend was anderes, und das finde ich hochproblematisch so, ne? Das ist heute nach wie vor eine populäre Sichtweise. Und das stimmt einfach nicht. Du kannst problemlos heute noch absolut ekelhaften Witz über Männer machen in der Runde, lachen alle drüber, machst einen Witz über Frauen. Macht ja gar keiner mehr, ist auch richtig so, ne? Aber das ist einfach nicht wahr irgendwie, ne? Das ist einfach nicht wahr. Kompromisse bei grundlegenden Beziehungskriterien einzugehen bedeutet nämlich, sich selbst so die eigenen Werte und Bedürfnisse zu verleugnen. Ja, würde ich auch sagen. Kein Wunder, dass Frauen lieber freiwillig alleine bleiben. Ja, auch du wirst nochmal von deinem hohen Ross hier runterkommen. Ich bin ganz sicher. Wollen Männer auf der anderen Seite nicht für immer unfreiwillig Single bleiben, müssen sie sich endlich ins Zeug legen. Nee, vielleicht haben Männer ja auch einfach, vielleicht sind Männer auch manchmal gerne alleine und wollen nicht solche um sich selbst kreisenden Frauen daten, die zum Glück wirklich eine Minderheit sind. Aber ja, vielleicht Männer, vielleicht gerade jüngere Männer, könnt gerne mal schreiben, was ihr darunter denkt. Eine Sache, mit der sie sich auseinandersetzen müssen, so, ne, auf Dating-Apps und so. Und ich persönlich würde sagen, wenn eine Frau kommen würde, so, du musst hier meine abgehobenen Standards erfüllen, du musst dich ins Zeug legen, damit du mich daten darfst, dann würde ich sagen, ich habe solche Frauen früher gedatet, würde ich heute sagen, ey, komm, lass mich bloß in Ruhe. Und weiß ich nicht, bin ich lieber 20 Jahre Single, als mir so einen Scheiß anzuhören, echt, also wirklich. Denn die Messlatte liegt mittlerweile hoch, Tendenz zum Glück steigend. Das ist ein Irrweg. Ja, was denkt ihr dazu? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Ciao.